Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2 Angriff der Goblins, oder wie es auch immer nennen sollte. Weil der englische Titel ist Goblin Menace und auf Deutsch heißen sie Kobolde. Passt beides nicht so wirklich. Naja, okay. Es sind Goblins vom Aussehen her. Und die haben uns in die Wüste geschickt. Ja. Ziemlich überschaubar bis jetzt. Wenn ich gleich irgendein Vieh... Der Trine ist fortgerannt. Warum kommt er nicht und führt uns zu Margaret? Aber wir stehen noch immer unter seinem Zauber. Sind noch verbunden. Kopf hoch! Wir finden sie! Arme Margaret, welche Gräuel sie jetzt erdulden muss. Ah ja, ich glaube eher, dass die Goblins mit ihr ihre Probleme haben. Als andersrum. Aber ja, wir sind in einer öden Wüste gelandet. Ja, in einer Goblin-Wüste. Und ja, mit dem Schild des Kriegers kommen wir sogar da, an die Dinger. Passt. Wenn wir hoch genug springen, kommen wir auch das große, so. Sehr schön. Ja, das scheint eine ehemalige Goblin-Festung zu sein, das da hinten. So, ich finde das mit dem Gleiten vom Ritter genial. Uah. Natürlich. Sie haben uns nach Dings geschickt, Dune. Dem Wüstenplaneten. Kommen jetzt gleich noch Leute mit blauen Augen? Ah, ja, wer Dune kennt. Na gut, der Wurm ist ein bisschen klein, um aus Dune zu sein. Na, das ist gemein. Die Konstruktion hier. Ob der Architekt nicht erneuert werden sollte? Beziehungsweise gefeuert. Ah ja. Na komm, ich will da erstmal hoch und dann will ich darüber gleiten. Das sieht mir nämlich etwas gefährlich aus mit dem Kaktus. Und hoch. Jawohl. Knapp. Ach, etwas zu knapp für meinen Geschmack. Ja, einmal bitte öffnen. So. Und da hoch. Und das kracht auch noch runter, ist klar. Wenigstens scheint es hier etwas überschaubarer zu sein. Und der nächste Dunwurm. Was, gleich zwei von der Sorte? Aber die sind richtig harmlos. Selbst wenn zwei kommen. Na komm, spuck nochmal. Bong. Da, ich hau auf dich drauf. Du wehrst dich nicht mal. Ah, super. Auch gut. Okay, jetzt. Diese Statuen haben komische Köpfe. Ja, das sind Anubiter. Also Anubis-Anhänger. Ein gleißend heißer Sonnenstrahl. Er ist wohl durch eine Linse gebündelt. Oh, cool, den können wir umlenken. Hier hin? Warum erinnert mich das gerade ein bisschen zu sehr? Was macht das da oben? Okay, wie muss ich das halten? So, nein. So, und durch. Okay, das war ein Weg. Ah. Hallo, Indiana Jones.
Und hier geht es erstmal wieder abwärts. Da einsammeln. Und dann würde ich eigentlich gerne nach da oben kommen. Okay, das war, um die Falle auszulösen. Ich bin mir sicher, mit dem Felsen hätten wir da oben rankommen können. Aber der ist dann wohl leider jetzt da unten gelandet, hä? In der endlosen Grube. Und da kommen wir leider auch nicht so leicht ran. Ja, müssen wir das Ding schieben wahrscheinlich. Oder wir können es auffangen und nochmal hier hochhieven. Ja, komm. Damit sollten wir nämlich hier hochkommen. So, noch eine kleine Truhe. So, kriegen wir wenigstens das Ding. So. Und ein Stufenaufstieg. Wir haben schon wieder 4 Punkte. Metallmagnetisierung oder Schwerkraftreduktionsfeld? Ich probiere es mal mit dem Schwerkraftreduktionsfeld. Schwerkraftreduktionsfeld abschießen. Mal gucken. Okay. Hier ist die Schwerkraft definitiv geringer, aber höher kommen wir dadurch trotzdem nicht. Außer, können wir da was reintun in die Blase? Ja, können wir. Das ist mal lustig. Also, der Einfall gefällt mir. Okay. Zweite Blase, irgendwo da hinten. Okay, jetzt wird die eine aufgelöst. So, kann ich da drauf stehen? Ja, kann ich, aber das bricht sofort zusammen. Okay, besonders viel bringt das leider nicht mit dem Schwerkraftreduktionsfeld. Hier die mal aufspringen. Nein. Die Blicke der Helden fielen auf die Malerei an der hinteren Wand. Wer ist das denn? Scheint den Kobolden wichtig zu sein. Ach nö. Vielleicht ein Koboldgott? Vielleicht. Angriff! Ja, wir stehen da nur dumm rum und gucken zu, wie zwei Kobolde ihn aus ihrem Schlaf erwachen und sich gegenseitig verprügeln. Okay, die sehen zwar böse aus, aber sie sind untot. Sie sind schwach. Vor allem, wenn ich sie mit Feuerschwertern, aua. Da fressen Feuerpfeile. Und du auch noch, so. So, na, wer will noch mal? Da hoch komme ich leider nicht mehr. So, einmal Gewicht hier lassen. Ja, nee, ist klar, oder? Das macht eine Wand.
Achso, das da unten ist der Schalter, hä? Wie bewege ich das da unten hin? Na, das war schon fast perfekt. Ich brauche eine größere. So geht das nicht. Nein. Komm schon. Perfekt. Nein. Mist. Ah. Okay. Das war's dann wohl damit. Und das war's mit uns. Am nächsten Checkpoint, bitte. Ja, genau, das war alles Absicht. Das war alles Absicht. Ich wollte nämlich hier rüben. Und das Ding ran. So. Ach, das sah nur so aus, als ob es noch mal Erfahrung liegen würde. So. Jetzt wollen wir das hier noch mal probieren. Gut, gibt. Aber kann uns auch töten. Ja, kann uns mehrmals töten. Ups. Ja, das hier ist definitiv nicht leicht. Ui. Aber so haben wir wenigstens mal die Erfahrung von da unten gekriegt. Jetzt wollen wir noch die von hier oben kriegen. Wow, und wir haben es geschafft. Nächster Save Point. Wieder ein Spielrätsel. Aua. Aua. Das ist vielleicht. So hat es geklappt. Ja, so klappt das. Und so geht das hier auch auf. Gut. Ich wollte gerade sagen, die Löcher da gefallen mir nicht. Gehst du auf? Ich sehe genau, dass dahinter Schatz versteckt ist. Ich sehe das. Bin ich blind? Was bringt das? Außer dass ich schön schwingen kann. Ah. Ein Schatzort. Da ist auf jeden Fall schon mal eine schön aussehende Truhe. Wow. So, wäre das auch gelöst.
Wieder ein Stufenaufstieg. Und neue Kiste. Sammlergemälde. Ja, ihr seid zwei komisch reinschauende Köpfe. So. Ja, wir werden das schon mal geregelt hier oben. Nehme mich runter, Scotty. Na komm. Genau. Und jetzt mach hier kaputt. Das gibt's doch nicht, dass da kein Weg rein ist. Nein, so springen wir nur auf. So kommen wir auch nicht wirklich durch den Spalt durch. Und wenn wir dem ein Schwerungsding reinschießen, bringt auch nicht viel. Hebelwirkung bringt auch nichts. Ah! Willkommen in der Geheimgrabkammer des Pharaos, hä? Tolles Rätsel. Aber wir haben es gelöst. So, und so kommen wir auch an die Dinger ran. Hallo Mumienfreund. Haben wir dich gerade getötet? Da kommen wir auch ran. Wir haben ja jetzt den hier. So, genau. Aua. Das ist mies. Achso, hier ist das Heilding. Edge Badge. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich erstmal kurz einen Cut. Bis gleich.